Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Ja, hi. So, ich frage mich bestimmt, warum ich jetzt hier bin. Und das liegt einfach daran, ich habe offscreen 10 Stück von denen hier gefarmt. Es hätte in der Aufnahme einfach viel zu lange gedauert, ne? Also, und mit diesen 10 kann man hier etwas ganz Fantastisches machen. Und zwar, wenn man alle 10 eintauscht, bekommt man die Waffe Blutdurst, zu Englisch Bloodlust. Also falls euch der Name irgendwoher bekannt vorkommt, es könnte daran liegen, dass ich den Namen von der Waffe habe. Kann ich den benutzen? Nö, noch nicht. Toll. Was brauche ich denn? 24 Geschick. Das kann ich noch nicht. Toll. All die Arbeit für etwas, was ich noch nicht benutzen kann. Aber das Schöne an der Waffe ist, man kann sich selber erstechen. Also es ist nicht das Schöne daran, aber man hat so einen eingebauten Buff, der auch Blutung, glaube ich, ein bisschen vorantreibt. Also, ja, das war gewollt. Na gut. Das heißt, die Waffe können wir noch nicht benutzen, aber ich muss sowieso nochmal umskillen, denn ich habe mir überlegt, die Waffe werde ich sowieso nicht benutzen. Also muss ich Stärke nochmal ein bisschen wegnehmen. Stärke brauche ich dafür 11, das ist okay. Ja, gut, dann könnten natürlich auch die Keule benutzen, so ist es ja nicht, aber ich glaube, ich bleibe erstmal beim Dolch. Das reicht erstmal, denn ich kann noch eine andere Waffe farmen, aber die wird auch geschickt brauchen. Also ist das erstmal, ja, egal. Aber wir können sowieso bald umskillen, also sollte das wiederum auch kein Problem darstellen. So, und was anderes können wir hier nachher sowieso noch bekommen. Also, wir sollten den Dolch eigentlich bald los sein, wenn alles gut läuft. Gut, ich gehe mal nach hier unten und nehme bewusst die Fackel in die Hand. Denn es hat einen Grund. Und zwar wegen diesen kleinen, wunderschönen, hässlichen Kreaturen. Wie man sieht, haben die überall Maden am Körper. Das ist nicht ganz so elegant. Und wenn die einen treffen, dann hat man die Maden überall am Körper und die machen, ja, Blutungsschaden. Also der Balken geht hoch und wenn er voll ist, blutet man aus und die sind echt anfällig gegen Feuer. Ja, jetzt habe ich sie am Leib. Man sieht sie auch. Ja, ist nicht schön und wenn man Feuer hat, dann verschwinden die auch wieder. Also an der Stelle auch nochmal ein kleiner Trick meinerseits. So. Und deswegen würde ich die Fackel halt zum Anfang des Spiels immer kaufen. Oder spätestens, wenn man in diese Richtung läuft. So, aber der bleibt noch stehen. Okay, gut. Das Item noch einsammeln. Boah, bleib stehen, du Lump. So. Entkommen ist nicht, mein Freund. Entkommen ist nicht. So. Ist direkt noch einer. Es ist schon mal schön, dass die hier ein wenig netter verteilt sind. So. Danke dafür. Und da haben wir auch einen von der größeren Sorte. Das schaffen wir schon. Zum ersten Mal haben wir so ein bisschen verkackt, aber ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen mehr Erfahrung mit dem kleinen Kackdolch. Also sollte das kein Problem darstellen. So. Ich hab's doch gesagt. Gab's hier noch was? Ich glaube, hier gab's nur einen Ring, aber das ist ja erstmal egal. Autsch. So. Ja.
Ein Ring, den man nicht braucht, aber ich kann es ja nochmal zeigen mit dem Blutungseffekt von den Maden. Das sieht halt echt, echt geil aus. Kriegt man richtig Appetit drauf. So, komm schon. Los, komm. Komm, komm. So, klapp. Ein Blutverlust und jetzt sind sie weg. Kann man halt mal machen, ne? Einfach mal, um es gezeigt zu haben. So, da gibt's nichts. Da komme ich sowieso noch hin. Das heißt, ich bin wieder hier in der Kapelle. Wie auch immer man das nennen mag. So. So ist die Frage, zeige ich das? Ja, mache ich mal. Hier auf diesem Friedhof gibt es zwei Waffen, die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Einmal das hier. Ist vor allem im PvP echt gut. Und noch ein anderes Schwert, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Das Problem an diesem Friedhof ist einfach, diese Zombies, die hier sind, es lohnt sich nicht, sie zu töten. Weil sie sowieso wieder aufstehen und kommen unendlich. Also, da haben die sich echt einen Spaß erlaubt, was das angeht. Gab es hier noch ein Item? Ich bin mir nicht sicher. Bin hier, glaube ich, immer dran vorbeigelaufen. Aber heute gucken wir mal. Nö, nö. Aua. Das machen wir natürlich auch gerne. Erstmal durchlassen. Danke, danke, danke. Finde ich aber lustig, dass sie mit diesem Angriff keine Maden platzieren. Nur mit dem anderen. Ah, was für eine schöne Aussicht. So. Wenn die. Mann, denn. Nö. Egal. Egal, egal. So. Und hier gibt's genug von diesen komischen madenbefallenen Typen. Ich nehme mal bewusst eine Goldmünze in die Hand. Denn der nette Kerl, der gerade auf uns zukommt, oder die Dame, hat eine schöne Waffe, die ich haben will. Nämlich auch eine schöne Waffe. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja. Oh Mann, oh. Schade. Gut. Denn ich werde diese gerne mal ein Tor abfarmen, um die Waffe zu bekommen. So, das Schöne ist, der Riese ist auf unserer Seite. Wir haben ja Freundschaft geschlossen und so. Und wegen dieser Stelle sollte man es machen. Das ist auch noch später sonst nochmal eine Stelle, wo das nützlich sein könnte. Aber das ist ja jetzt erstmal so. Nö. So, dann hätten wir hier das Großschild vom Verfolger, wie sich im zweiten Teil noch dran erinnert. Ist gar nicht so cool. Und hier haben wir eine Abkürzung. So, so, und da wären wir dann hier, wo ich vorhin gesagt habe, da kommen wir nochmal hin. Der Kreis schließt sich, ne? Ist jetzt die Frage, man konnte da, okay. Gab's hier noch irgendwas, was man machen konnte? Ja, ne? Irgendwas war hier, ne? Aha. Ich mache diese Abkürzung nicht oft auf, deswegen habe ich gerade Gedächtnisprobleme. Kein Problem. Auf jeden Fall. Okay, dann gab es hier keine weitere Tür. Dann gab es hier nur Splitter. Ach, Scherbe, meine ich. Jo, das war's. Dafür. Ich gehe jetzt mal bewusst zum Leuchtfeuer zurück. So. Da will auch jemand beschworen werden. Was ist das denn? Okay. Nicht mit uns, mein Freund. Nicht mit uns. So. Dann kann ich theoretisch mal aus Hux und Dollerei die Münze hier reinnehmen.
Ja. Das Schöne ist, ich kann jetzt einfach runter. Und hier lang. An denen vorbei. Und diese nette Leiter hoch. Eine wunderschöne Leiter. Die geht man doch gerne hoch. Ach, ich wollte das hier unten einlegen. Nicht in die Superschnellleiste hier. So. Dort steht nämlich die nette, nicht ganz so nette Dame. Die wir ein wenig mal... Naja, dann halt so. So, komm schon. Die Mütze wollte ich nicht, aber danke dafür. Passt halt nicht ganz so. Müsste man höchstens irgendwie nochmal was anderes hier anziehen. Aber es sieht auch alles nicht ganz so geil aus, deswegen lasse ich das. So wie ich war. Ja, gut. Ich muss nochmal zurück, weil. Ich versuch's jetzt ein paar Mal hier abzufarmen. Ja. Ich brauch's sowieso früher oder später, also daher. Ist halt einer der besseren Blutungswaffen, sage ich mal. Deswegen, ja. Mache ich mir diese Arbeit. So. Es gibt natürlich auch noch andere Items, womit man das Finderglück boosten kann. Aber ich glaube, die habe ich nicht. Nö, habe ich nicht, soweit ich weiß. So. Was haben wir hier eigentlich drin? Nichts. Okay. Gut, ich habe noch 3 goldene, rostige Münzen. Wäre natürlich schön, wenn das jetzt in den nächsten 3 Versuchen klappt. Aber ich habe auch noch nicht so viel Glück geskillt, ne? Deswegen. Oh. So, was hast du davon? Ja. Okay, wenn das so weitergeht, dann kriege ich mehr oder weniger das ganze Set zusammen von der. Ist natürlich auch etwas, ne? Besser als nichts, aber ich glaube, über die Waffe würde ich mich doch ein Stück mehr freuen. Ich kann ja mal zum Spaß die hier ausprobieren. Ja. Ich belasse es mal dabei. Das war nicht ganz so erfolgreich, aber ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Also, man eigentlich. Nein. Da ist alter Wallboss. Ja, auf dem. Oh, das ist ein Opa-Wunder. Hinterließ Katana seiner Familie als Geschenk. Man schmiert das eigene Blut auf die Klinge und verleiht ihr kurzzeitig eine unglaubliche Schärfe. In den Augen desjenigen, der dem Blutdurst verfällt, verdient es niemand, verschont zu bleiben. Oh, sehe ich genauso. Lade ist nicht. So, rein mit der Münze. Oh, dass das noch geklappt hat, hätte ich nicht erwartet. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Ja. Jetzt fehlt mir echt nur noch die Rüstung von der und, könnte man ja halt natürlich auch mal so machen. Auch schon echt nett aus. Weil das mal an. Einfach nur bis wir die Waffe haben. Oder so. Oder bis zum nächsten Mal. So. In der Hoffnung, dass das jetzt mal funktioniert. Und dass das Gewand ein wenig Glück spendet oder so. Ich war auch schon überlegen, gewissermaßen eine Rüstung anzuziehen, so wie jetzt. Aber ein bisschen Verteidigung brauche ich dann doch schon. Und diese eine Rüstung, die ich trage, die ich aus dem DLC habe, ist halt echt, man kann da echt nichts gegen sagen. Ist halt einfach geil. Hat
gut Verteidigung und vor allem auch gut Robustheit, Balance, 20. Es ist schon für das Gewicht und für das Aussehen ist es halt einfach geil. So. Auf geht's. Aua. Huch. So. Komm her. Nicht mit mir. Dich mache ich fertig. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, diesmal hat sie gar nichts gedroppt. War scheinbar eine blöde Idee mit der Rüstung. Ja. Hab ich welche? Ja. Zack. Gut. Ich habe dann noch drei Heimkehrknochen. Oh, keine Münzen mehr. Ich habe nur noch diese Münze. Ich versuche es mal. Was brauche ich für ein Level Up? Ja, da 35.000. Wo habe ich die ganze Kohle her? Achso, vom PvP. Okay, gut. Das könnte natürlich, ja. Also ich meine natürlich von dem Offline-PvP, wo ich die Wirbelsäulen-Dinger gefarmt habe. Ah, so. Hm. Okay, okay, okay. Ist natürlich 15 Glück. Ah, okay. Gut, gut. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe es sehr. So, komm mal her, du. Aua, aua, aua. So. Bist du davon? Ich hoffe. Bitte, 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 bitte. Ja, das hat ja nicht geklappt. Ich gehe mal zum Feuerbandschrein zurück. So. Also zum einen können wir ja sowieso aufleveln. Kaufen. Kann ich Münzen kaufen? Kann man später, das weiß ich, aber jetzt scheint es noch nicht zu funktionieren. Okay, okay, okay. Habe ich davon ein paar? Nö. Davon könnte ich mir auch ein paar kaufen. Ahaha. Ein paar gekauft und der Rest wird in Levels investiert. Wobei, warte mal ganz kurz. Ja, ja. So, was haben wir hier? Ein paar Seelen. Der ist auch noch da. Das ist schön. Hi. Lala. Hat er Münzen anzubieten? Nö, natürlich nicht. Ich glaube, Patches hatte ich später. Hm. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Joa, habe ich. Ich habe das. Okay, gut, 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 gut. Bam, bam, bam. Egal. Ich wollte nicht das. Ich wollte auf. Jetzt habe ich irgendwas gekauft. Ich glaube. Egal. Passt schon. So, was nehmen wir denn? Ich nehme mal Geschick. Ist erstmal egal, oder? Ne, ich nehme erstmal Geschick. So, scheiß drauf. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? So. Ich muss diesen Weg sowieso nochmal gehen. Deswegen mache ich das einmal. Ja. Hoffe auf mehr Glück. Ansonsten mache ich dann erstmal weiter. Denn es gibt etwas später noch eine Waffe, die wir bekommen. Und dann gehe ich halt weiter, bis besagter Patches da ist. Und dann bin ich mir sicher, dass ich bei ihm die Münzen kaufen kann. Und dann weiß ich nicht, ob ich das offscreen mache oder im Let's Play. Je nachdem, wie lange es dauert, farm ich die Kacke. Und dann haben wir einige Waffen, die wir zur Auswahl haben. Gut, auf geht's.
Okay, das kann man wohl nicht parieren. Schön zu wissen. Das finde ich irgendwie gar nicht mal so geil. So, ah, jetzt haben wir nochmal 2 Münzen. Ich muss das ausprobieren. Sorry dafür. Ich bin ein Profi. Ja. Gehen wir mal zum Feuerbahn-Scheiß zurück. hast du geil gemacht. So. Das sind dann aber auch die letzten 2 Mal, wo ich es versuchen werde. Denn ich habe sowieso vergessen, die Asche zu veräschern. So. Nicht verkaufen, kaufen. Ah, passt schon. So. Ich habe ja sowieso in dieser Folge schon mal gefarmt. Dann ist das halt so eine kleine Farmfolge. Diese 2-mal machen den Braten auch nicht mehr fett. Und vielleicht haben wir dann ja Glück. Ja, kann ja auch mal sein, dass wir ein bisschen Glück haben. So. Ach ja, dieser Weg ist schon nett und interessant. Und man sieht ihn doch immer wieder gerne, ne? Also ich könnte ihn mir stundenlang ansehen. Den ganzen Tag, wenn es sein muss. Am besten natürlich eine ganze Woche am Stück, aber... Ja. So, mit dieser Seelenanzahl müssen wir es einfach schaffen. So, auf geht's. So, jetzt aber. Aua. Komm schon, komm schon. Okay. So, letztes Mal. Ja, so, ein letztes Mal. In der Hoffnung, das ist, ja. Funktioniert. Ich hätte Bock drauf. Aua. 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 So, jetzt aber einmal Daumen drücken. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Gut. Das war's für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.